Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der B252 etwa in Höhe der Kreuzung in Richtung Rosenthal. Als ein 60-jähriger Mann etwa gegen 16 Uhr nach links in Richtung Rosenthal abbiegen wollte, übersah er vermutlich den entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Frankenberg und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls krachte das Fahrzeug des 60-Jährigen in ein drittes Fahrzeug, welches von einer 30-jährigen Frau gelenkt wurde und vorschriftsmäßig an einem Stoppschild wartete. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt und standen unter Schock. Ein Fahrzeug ging bei dem Unfall in Flammen auf und musste von der Feuerwehr mit insgesamt 15 Einsatzkräften gelöscht werden. Durch den Unfall kam es zu einem kilometerlangen Stau.